Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Nextcloud Quick Tipp. In diesem Tipp zeige ich euch, wie ihr eine Website direkt in eure Nextcloud einbinden könnt. Nun, zunächst, wieso sollte man sowas machen, beziehungsweise was wären da mögliche Anwendungsfälle? Nun stellt euch zum Beispiel vor, bei euch im Unternehmen oder im Verein organisiert ihr so gut wie alles mit den vielen Apps, die es ja für Nextcloud gibt, innerhalb eurer Nextcloud, Dateien, Kalender, Kontakte und vieles mehr. Allerdings beispielsweise eure Buchhaltungssoftware, welche browserbasiert ist, die ist nun jetzt eben auf einer externen Seite. Für die Organisation, beziehungsweise um genau zu sein, für die einheitliche Organisation, wäre es natürlich jetzt schöner, alles an einem Platz zu haben. Das heißt, wenn man auf der Nextcloud eingeloggt ist, kommt man auch zu allen weiteren Diensten, die man noch so hat. Und diese kann man dann beispielsweise direkt in die Nextcloud rein integrieren. Und hier ist es dann so, dass ihr oben bei euch in dem Nextcloud-Menüband oder dem Header einfach ein weiteres Symbol habt. Auf das könnt ihr draufklicken, dann wird die Seite geladen, aber ihr bleibt trotzdem noch auf dem Hauptinterface und auch auf der URL von eurer Nextcloud selbst drauf. Nun, für die, die das interessiert, technisch funktioniert das mit Hilfe von iFrames. Das heißt, da werden quasi über so ein Frame das Ganze dann bei euch in die Nextcloud rein integriert. Dazu muss natürlich die Website, die ihr dann einbinden möchtet, auch die Einbindung via iFrames ermöglichen und erlauben. Aber das ist bei den meisten Websites der Fall. Genauso könnt ihr das aber zum Beispiel auch nutzen, wenn ihr ein Intranet habt und dann direkt von eurer Cloud auch in das Intranet verweisen möchtet für organisationelles oder auch für reine Informationen, könnt ihr das auch machen. Ideal eignet sich das auch, wenn ihr ein Wiki habt, wo zum Beispiel auch Funktionen von eurer Nextcloud erklärt sind oder integriert sind, könnt ihr auch das mit einem Klick machen und wie ihr seht, könnt ihr sogar das Icon davon anpassen. Nun, was müsst ihr machen, um diese Funktion nutzen zu können? Das ist in diesem Fall hier wirklich sehr einfach. Ihr geht einfach in den Nextcloud App Store, leitet euch die App External Sites herunter, geht dann einmal in die Admin-Einstellungen von eurer Nextcloud rein, also einfach Einstellungen und ihr solltet eben als Admin von eurer Nextcloud angemeldet sein. Und dort könnt ihr dann auch schon direkt eine neue Seite hinzufügen. Funktionieren natürlich auch mehrere. Hier müsst ihr eigentlich dann nur die URL eingeben von der Seite. Das ist auch schon alles, was ihr Informationen braucht. Ihr könnt aber auch noch weitere Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel sagen, dass ihr es nicht in eurer Nextcloud wollt, sondern es ist nur als Art Linkverzeichnis, sodass es sich hier in einem neuen Tab öffnet, wenn man draufklickt. Oder ihr könnt zum Beispiel auch hier dann, wie gesagt, das Icon abändern. Hier könnt ihr euch beispielsweise selber eins mit Photoshop oder Illustrator erstellen und ihr ladet euch einfach eins runter. Und hier werden auch zwei Versionen unterstützt. Das heißt, je nachdem, welche Ansicht ihr benutzt, könnt ihr zum Beispiel auch ein dunkles und ein helles Icon hier hochladen und das verweisen. Und Nextcloud wählt dann automatisch das passende aus, je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch gerade befindet. Also ich finde diese Funktion wirklich sehr hilfreich, gerade wenn man seine Nextcloud zum Beispiel innerhalb einer Organisation einsetzt. Nun, ich hoffe, dieser Quick-Tipp hat euch hier gefallen. Wenn dem so ist, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine weiteren dieser Quick-Tipps hier mehr verpassen wollt, dann abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Nun, wie immer sage ich zum Schluss, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.